mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, Hawaii Medical und Dirks Grow Shop. Ja, herzlich willkommen bei den DHV News. Heute aus dem DHV Konferenzraum hier Prenzlauer Berg, Berlin. Nächste Woche ist Martin wieder da, dann gibt es wieder anständige, normale News quasi im Studio und meine Wünsche nach irgendwelchen Videoschnipseln und Spezialeffekten türmen sich schon, ja, also dann haben wir die auch endlich wieder nächste Woche. Jetzt aber nochmal Marke Georg Eigenbau hier. Und es geht gleich los mit einer Mitmachaktion, beziehungsweise ja, diffuses Mitmachaufrufing. Es geht um Säule 2, es geht um die Modellprojekte zur Cannabis-Legalisierung, zur Cannabis-Abgabe in Fachgeschäften. Das war ja der Plan von Lauterbach. Wir haben es nochmal rausgesucht. Jetzt versprochen hat er schon im April 2023, dass er einen Entwurf für ein Gesetz zur Säule 2 nach der Sommerpause 2023 vorlegen will. Bis heute keine Zeile zu sehen. Ja, also offensichtlich kommt da nichts mehr. Das pfeifen die Spatzen mittlerweile von den Dächern. Scheint eine klare Sache zu sein. Also da ist Lauterbach ist fertig sozusagen, das Gesundheitsministerium ist fertig und wird kein solches Gesetz zur Säule 2 mehr liefern. Hat das aber noch nicht offiziell bestätigt. Und das ist genau das Problem, weil das die Lösung verhindert, nämlich dass Cem Özdemir als Landwirtschaftsminister die Sache übernimmt. Es gibt nämlich schon einen Forschungsparagraphen im Cannabisgesetz, der das zulassen würde, direkt einen Antrag bei einer von seinem Ministerium zu bestimmenden Behörde zu stellen, genehmigt zu kriegen und dann eben tatsächlich schon die Cannabisabgabe zu erproben. Das muss wissenschaftlich begleitet sein, es müssen bestimmte wissenschaftliche Fragen gestellt werden. Und das war ja sowieso der Plan, ob jetzt Gesetz oder Verordnung, die dann noch zu diesem einen Paragraphen dazu käme. Auf jeden Fall müsste dann kein Gesetzgebungsverfahren mehr gemacht werden, was ewig dauert und auch unsichere Zukunft hätte im Bundestag und erst recht im Bundesrat. Insofern ist es sowieso die einzige Möglichkeit, jetzt noch zu Potte zu kommen. Und es wird eng langsam, weil natürlich der Wahlkampf vor der Tür steht und sowieso natürlich alles immer angespannter wird nach den letzten Wahlen und Umfragen und so weiter. Ja. Das sind ja nicht gerade wahnsinnig stabile Verhältnisse, die wir haben. Aber ja, Wahlkampf fängt auch ganz normal an, selbst wenn alles ganz normal blümchenmäßig laufen würde hier und ja, die Ampel nicht so in Schwierigkeiten wäre, wie sie ist, dann würde trotzdem jetzt bald der Wahlkampf losgehen und dann würde nichts mehr passieren. Also wir müssen jetzt vorwärts kommen, damit die Säule 2 noch kommt, damit wir diesen Schritt noch machen. Zumindest einen ersten Schritt rein in Richtung auch regulierter Cannabishandel, regulierte Produktion und so weiter, Richtung Fachgeschäfte für Erwachsene. Und deswegen sind wir da schon länger dran am Trommeln, in Gesprächen und Interviews und so weiter, die so kommen mit den Medien, da erwähne ich das bei jeder Gelegenheit. Und auch auf Social Media sind wir am Hochfahren und da ist jetzt die Mitmachaktion, nämlich, dass wir euch aufrufen, eure Kanäle zu benutzen, ja, eure Accounts zu benutzen in den sozialen Medien, um das zu fordern. Säule 2. Säule 2, jetzt ist unser Hashtag, Hashtag Säule 2. Und da soll morgen eine Aktion auf Twitter losgehen, insbesondere kleiner Tweetstorm, wo wir vielleicht nochmal schaffen, irgendwie in die Trends reinzukommen. Auf jeden Fall, wo wir dann so einen Aktionstag haben, der wohl von kaum einem der zuständigen Politiker und Politikerinnen irgendwie übersehen werden kann. Also wenn ihr auf Twitter seid, macht morgen mit. Dann geht's los ab 10 Uhr. Werden wir Hashtag Säule 2 jetzt posten. Könnt ihr auch auf unserem Kanal mal gucken, bei Handverband. Seht ihr das ja dann. Aber ihr könnt auch eure kommunalen Politiker ansprechen, aus den Parteien. Wenn ihr irgendwen kennt, wenn ihr einen Bundestagsabgeordneten kennt bei euch kommunal vor Ort, insbesondere von der Ampelregierung natürlich, fragt doch mal, was ist denn mit Säule 2? Ihr habt doch Legalisierung versprochen, ja, und jetzt soll das hierbei bleiben, ja, das kann ja nicht sein. Da will man noch was sehen, ne? Also dass die das irgendwie alle nach oben tragen und sagen, ich bin am Wochenende angesprochen worden von Wählern in meinem Wahlkreis und die haben nach Cannabisgesetz gefragt und was ist mit Abgabe und der andere sagt dann, oh, das war bei mir genauso, ja, dann merkt man eben, da ist Druck dahinter, da, selbst wenn jetzt keine Riesenmassendemo veranstaltet wird, ja, dass das ein Thema ist für die Leute, dass da nicht geliefert wird. Und diese Säule 2 per Verordnung und mit diesem schlanken Vorgehen über diesen Forschungsparagraphen ist halt auch kein großer Aufwand für die Ampel. Die können sich jetzt auch nicht rausrücken, rausreden, dass das jetzt alles viel zu kompliziert wäre, dass sie jetzt da noch ein Gesetz stricken müssen, dass alles schwierig ist und bla bla, sondern sie müssen einfach nur entscheiden und machen, ja, und ihre, keine Angst haben, ja, das ist eigentlich der Punkt. Ganz konkret ist die Forderung aufgeteilt in erstens, Lauterbach muss einen Weg freimachen. Ja, muss offiziell sagen, alles klar, ich bin fertig, ich habe jetzt schon das beste Gesetz der Welt gemacht, wie er gesagt hat. Da kommt nichts mehr, wir machen kein Gesetz mehr, sondern Kollege Özdemir soll das mit seiner Verordnung machen und soll das Bundesinstitut für Landwirtschaft und Ernährung
zur zuständigen Behörde machen, wie seit April diesen Jahres schon geplant. Ja. Die Verordnung liegt schon seitdem auf dem Tisch, aber ist nicht in Kraft getreten, weil da nicht klar ist, wohin die Reise gehen soll, Gesetz oder eben Forschungsparagraf. Und lassen halt endlich mal auskäsen und sagen, okay, Lauterbach gibt ab an Özdemir, Özdemir übernimmt das Ganze, setzt die Verordnung in Kraft, dann haben wir eine zuständige Behörde für Anträge von Kommunen und Forschungsverbünden und so weiter für Modellprojekte zur Cannabisabgabe. Und Punkt 3, die müssen natürlich auch irgendwie besetzt werden. Ja, jetzt sind gerade Haushaltsberatungen und da müssen auch Stellen besetzt werden, damit Leute in diesem BLE, Bundesinstitut für Landwirtschaft und Ernährung, da sitzen, ja, und irgendwie Anträge auch bearbeiten können. Das kennen wir ja auch aus den zuständigen Behörden von den Anbauvereinen. Solange da keiner sitzt, passiert auch nichts. Also auch das ist jetzt gerade im Moment wichtig, weil die Haushaltsberatungen laufen. Riesen-E-Mail-Bombe machen wir nicht in dem Fall, weil das aus verschiedenen Gründen uns jetzt nicht angebracht erscheint und auch von den Adressaten her eine andere Geschichte ist, als das damals war bei der SPD-Fraktion im Bundestag und auch bei den Bundesratsgeschichten, wo wir die erfolgreich eingesetzt haben. Aber es ist eben auch wirklich eine sehr, sehr invasive Geschichte sozusagen, die nicht immer gleichmäßig erfolgversprechend ist. Und in dem Fall hier glaube ich, dass so etwas, die andere Ansprache etwas sinnvoller ist. Ja? Deswegen werden wir jetzt von uns aus keine riesen E-Mail-Schlacht veranstalten, aber bitten euch trotzdem, da mitzumachen oder mitzuwirken in den sozialen Netzwerken auf die Ampelfraktionen und eben Özdemir und Lauterbach. Ja, dazu das jetzt mal regeln soll mit der Säule 2, damit wir noch vor der Wahl tatsächlich wenigstens in manchen Regionen auch mal Cannabisabgabe noch sehen. Weil nur dann ist das eine runde Sache. Dazu haben wir auch eine Pressemitteilung rausgegeben, könnt ihr auch sehen heute auf fanverband.de, könnt ihr euch mal angucken. Also die Pressemitteilung war nicht heute, aber könnt ihr auch heute noch sehen auf fanverband.de. Ja, so viel dazu. Ja, es bleibt spannend. Immerhin ist es jetzt rum in den Medien auch, dass das so ist. Ja, das war ja unsere erste Mission, überhaupt auch mal den Medien klar zu machen. Leute, die rennen vor die Wand. Ja, im Moment sieht es ganz anders so aus, als würde Lauterbach keine Säule 2 mehr liefern. Und das überhaupt, das gesamtgesellschaftlich und vor allen Dingen in den Medien mal irgendwie hochkommt, ist natürlich der erste Schritt, dass die auch mal nachfragen, da jeweils, ne, alleine können wir das sowieso nicht schaffen, sondern muss allgemein eben mal überall die Frage stehen, ja, was ist denn jetzt hier mit Säule 2? Und das ist soweit schon mal gelungen. Ja, und auch die Zuständigkeiten sozusagen, ja, und auch die Möglichkeit, dass es noch diese Verordnungsgeschichte per Forschungsparagraf gibt und das Ganze damit noch nicht tot ist, ja, und ja, von daher haben wir schon mal schön zugespitzt auf den richtigen Druckpunkt sozusagen. Und da könnt ihr jetzt schön alle mitmachen. Guckt, was wir da auf Twitter veranstalten morgen. Oder auch haben schon die letzten Tage, auch ich jetzt meinen Account, Georg Wurt, genau mal gucken. Und spielt da ein bisschen mit. So, nächster Punkt. Zweite Pressemitteilung, die wir auch rausgegeben haben diese Woche. Reul lügt. Das ist natürlich schon ziemlich auch ein sehr krasser Claim. Na, das machen wir auch nicht alle Tage, dass wir Politikern der Lüge bezichtigen. Aber in dem Fall weiß ich nicht, weil ich dazu noch anderes sagen soll. Der läuft ja schon ewig rum mit der Geschichte, dass der Schwarzmarkt profitiert von dem Cannabis-Gesetz und behauptet irgendwie, die Nachfrage würde steigen und dadurch würde ein großer Markt überhaupt erst entstehen und die ganzen Kriminellen auch aus dem Ausland würden jetzt hier nach Deutschland strömen, um das Geschäft zu übernehmen und deswegen wäre mehr Kriminalität, die er dann in NRW nicht im Griff hat, mit irgendwelchen Bombenattentaten von irgendwelchen niederländischen Drogengangs. Aber es ist ja auch nicht so, als hätten die Niederlande noch nie was mit deutscher Cannabis Versorgung zu tun gehabt. Ja. Also Ende der 90er hatten die den ganzen Grasmarkt komplett in der Hand. Da gab es kaum irgendeine andere Quelle für Hanfblüten auf dem Schwarzmarkt. Das hat sich mittlerweile sehr geändert, auch viel mehr Produktion in Deutschland selbst. Aber natürlich spielen die immer noch eine Rolle. Ja. Und wenn die da Streitigkeiten haben, wird das brutaler. Ne. So ist das eben mit organisierter Kriminalität. Aber das hat nichts mit dem Cannabisgesetz zu tun. Das ist eine vollkommen aus der Luft gegriffene Behauptung, dass die Nachfrage steigt erstmal. Ja. Das ist zwar auch nicht ausgeschlossen, kann sein, dass die Nachfrage ein bisschen steigt, dass irgendwelche Leute jetzt sagen, okay, jetzt wo das nicht mehr bestraft wird, probiere ich das mal. Aber Gelegenheits- und Probierkonsumenten machen jetzt auch den Markt nicht riesig fett im Vergleich zu denen, die öfter konsumieren. Und auch das eben null belegt. Ja, er könnte sagen, ich nehme an, dass der Schwarzmarkt größer wird oder dass die Umsätze steigen und so weiter. Aber der behauptet einfach, ja, jetzt wird der Schwarzmarkt größer und riesig groß und ein Riesengeschäft. Und das ist auf jeden Fall Unsinn, weil er auch überhaupt nicht darauf eingeht, dass der Eigenanbau boomt, der ja logischerweise mit jedem Gramm, was zu Hause geerntet wird, den Schwarzmarkt reduziert, weil diese Frage nicht mehr nachgefragt wird auf dem Schwarzmarkt. Und der Faktor ist mit Sicherheit viel, viel größer als dieses möglicherweise etwas gestiegene Nachfrageding. Und außerdem boomen die Rezepte. Ja, bei den ganzen Online-Telemedizin-Leutchen da
wo sich die Zahl der Rezepte verdoppelt hat. Seit April ungefähr, ja, also die neuen Rezepte und neuen Patienten. Und das ist natürlich auch Cannabis, was auf dem Markt dann verfügbar ist. Jetzt kann man darüber streiten, ob das alles Patienten sind oder ob das alles irgendwie normale Konsumenten sind. Ja, das wird wahrscheinlich irgendeine Mischung aus beiden sein. Auf jeden Fall ist das irgendwie auch Cannabis, auch wenn es Patienten sind, ja, echte Patienten, die da jetzt irgendwie alle auch vielleicht Schlafstörungen mal was sich bestellen. Kann man ja machen, kann man ja auch eine Medizin auch holen und ist trotzdem medizinische Anwendung, ja, und keine Spaßanwendung. Und die Leute haben vorher auch im Schwarzmarkt dann ihr Cannabis gekauft und entziehen das jetzt im Schwarzmarkt. Also der allergrößte Teil dieser ganzen boomenden Rezepte dürfte ebenfalls im Schwarzmarkt entzogen werden. Also es ist, ich kann auch nicht beweisen, habe keine Studie, dass der Schwarzmarkt kleiner wird, aber diese Evidenz ist, also die Hinweise darauf sind viel größer, als die Reul hat. Nämlich gar keine. Ja, da gibt überhaupt keinen Beleg. Der sagt einfach nur, das ist so, behauptet das und es gibt überhaupt null Belege dafür. Während doch diese Argumente mit dem Eigenanbau, der boomt, wo man zumindest sieht, dass die ganzen Anbauzubehörläden leer gekauft sind und die Samenhändler ewig Lieferschwierigkeiten hatten. Das ist ja offensichtlich, dass der Eigenanbau boomt, auch wenn man jetzt keine Zahlen hat. Und bei der Medizinsache gibt es sogar Zahlen, eben, dass das deutlich zugenommen hat. Und das hat Reul halt komplett ignoriert und die bauen aber diese Story auf ohne Ende, dass jetzt irgendwie alle Kriminellen davon profitieren, dass Cannabis legal ist und dass sofort wieder zurückgedreht werden muss und abgeschafft werden muss und so. Das ist jetzt die allerneueste Lügenbaron-Story, auf der die jetzt irgendwie ihre Forderungen aufbauen. Das ist halt purer Populismus letztendlich. Das zeigt, wohin Populismus führt, wenn Fakten keine Rolle spielen, wenn man sich einfach die Geschichte dafür zu erfindet, zu seiner politischen Forderung. Und genau das passiert hier gerade. Und die meisten Medien hinterfragen das auch nicht, weil das ja ein Innenminister gesagt hat, der muss ja Recht haben, der muss ja Bescheid wissen irgendwie. Ja, aber das hat null dahinter, ja, völlig irgendwie heiße Luft und Blödsinn. Deswegen haben wir heute eben diese Pressemitteilung mal rausgehauen. Reul lügt, ja, Nachweis für Zunahme des Schwarzmarktes gibt es nicht und die Hinweise zeigen in eine ganz andere Richtung. Wird Zeit, dass wir demnächst mal erste tatsächliche Studien dazu auf den Tisch kriegen, ne, wie sich das Konsumverhalten verändert hat, wie der Eigenanbau sich verändert hat. Ich denke, früher oder später werden wir da auch was kriegen in die Richtung. Und irgendwann wird auch die Polizei nicht mehr drum rumkommen zu merken, dass der Markt kleiner wird. Aber bis dahin, bis hat der letzte Mohikaner wie so ein Reul irgendwie eingesehen hat, dauert das vermutlich noch ein bisschen. Zum nächsten Thema, ne, da ist auch jetzt da nochmal wichtig, dagegen vorzugehen, gegen diese Story, weil die CDU ja sich die ganze Zeit darauf beruft, auf dieses Polizeimärchen des steigenden Schwarzmarktes und der profitierenden Kriminalität, um dann eben zu sagen, wir müssen so schnell wie möglich das Cannabis-Gesetz zurückdrehen. Nach der Wahl war bisher immer der Punkt. Ja? Und da die Standardantwort, naja, dafür müssen die erstmal einen Koalitionspartner finden. Wahrscheinlich werden die nicht auskommen ohne eine der Ampelparteien im Bündnis, in der Koalition. Und die werden keine komplette Zurückdrehung da irgendwie mitmachen. Trotzdem ist das natürlich ein Risiko, eine Gefahr. Ne? Deswegen erwähne ich das immer. Aber heute erwähne ich es, weil nochmal eine neue Komponente mit reinkommt. Tino Sorge, CDU-Abgeordneter, ich glaube gesundheitspolitischer Sprecher ist er seiner Fraktion, auf jeden Fall ein CDU-Abgeordneter, der jetzt gesagt hat, dass sofort in den nächsten Wochen schon die Länder die Möglichkeit bekommen sollten, die Cannabis-Legalisierung zurückzudrehen, dass jedes Land, ein Bundesland selber die Möglichkeit haben sollte, darüber zu entscheiden, wie sie dann jeweils mit Cannabis umgehen wollen. Ja, also jetzt haben Sie vielleicht das Argument verstanden, dass Sie nach der Wahl vielleicht gar nicht können, weil Sie gar keinen Koalitionspartner dafür haben. Und jetzt rufen die irgendwie die Ampelkoalition auf, dass sie doch selber irgendwie das Ganze zurücknehmen soll und die Länder machen lassen sollen, was sie wollen. Also völliger Humbug letztendlich, ja, total unrealistischer Blödsinn. Aber die fühlen sich gerade so im Aufwind von den ganzen Umfragen und Wahlergebnissen und so weiter. Und die Ampel ist so irgendwie mit dem Rücken an der Wand und so angeschossen irgendwie, dass die jetzt denken, sie können irgendwie den größten Schluss fordern. Also es wird immer absurder irgendwie. Auf jeden Fall, das ist jetzt der neueste Spin der CDU aufgrund dieser Lügengeschichte da mit dem steigenden Schwarzmarkt, dass jetzt schon innerhalb der nächsten Wochen bitteschön irgendwie das Ganze angefangen werden soll zurückzudrehen und wieder mehr Verbote und mehr Kriminalisierung von Konsumenten und so weiter. Kann immer nur vor der CDU warnen, ja, also das wird nicht nur zu mehr Repressionen führen, wenn wir die irgendwie machen lassen, sondern ist auch wirklich völlig unsinnig, ja, also null faktenbasiert, was die da fordern. Da kommen jetzt noch ein paar Sachen, die immer wieder sich darum drehen, um diese Schizophrenie der CDU oder diese Verlogenheit geradezu. Gucken wir zum Oktoberfest. Da offenbart Bayern seine ganze Schizophrenie.
Da haben wir drei Meldungen, ja, die irgendwie in Reihe irgendwie das alles irgendwie sehr schön verdeutlichen. Fangen wir an mit dem Cannabis-Fall. Da war so die erste Meldung auf dem Oktoberfest zum Thema Cannabis, dass ein junger Mann, 23-jähriger Münchner, auf dem Oktoberfest erwischt worden ist beim Konsum eines Joints. Dann wurde der, also ist verboten, ja, Bayern ist das einzige Land, was ein eigenes Gesetz dafür hat, auf Veranstaltungen Cannabis zu verbieten. Gibt es in keinem anderen Bundesland. Auf jeden Fall war es wichtig, jetzt, dass vor diesem Oktoberfest noch unbedingt so ein Verbot verabschiedet wird, weil sonst wäre es ja ganz schrecklich. Dann würde er gekifft auf dem Oktoberfest und das haben sie verhindert. Und jetzt haben sie halt den ersten Verstoßer hier erwischt. Dann haben sie den durchsucht und haben noch Cannabis bei ihm gefunden, haben das Cannabis beschlagnahmt, ja, was rechtlich auch äußerst fragwürdig ist, weil ja, ob die den Besitz dem da verbieten können, das sehe ich jetzt irgendwie nicht. Aber haben sie auf jeden Fall beschlagnahmt. Ja. Also wenn der 23-Jährige sich mal meldet, ja, wäre auch ganz interessant, das würden wir auch gerne im Rahmen unserer Prozesse, die wir gerade alle planen und begleiten und so weiter, uns mal angucken. Aber dann wurde der auch noch mit auf die Wache genommen, dieser 23-Jährige, wegen einer Ordnungswidrigkeit, wohlgemerkt, ja, auch das bayerische Gesetz macht so einen Konsum auf dem Festgelände und in Parks und so weiter und in Gaststätten nur zu einer Ordnungswidrigkeit. Keine Straftat. Aber trotzdem haben die den mitgenommen, abgeführt und Personalien aufgenommen und tralala, Riesengedöns und haben den dann wieder laufen lassen. Der nächste Fall, ein stadtbekannter, prominenter Konzertveranstalter, Lloyd Gibb heißt der Mann. Der hat Riesenkonzerte in München veranstaltet, mit Adele zum Beispiel, ja, Hunderttausende von Leuten nach München geholt und ist deswegen auch gut vernetzt mit der ganzen Prominenz da und hohen Politikern und wird da gefeiert und eingeladen und so weiter und geherzt. Und den haben sie mit Kokain erwischt. Das war jetzt keine große Sache. Ja. Die haben den beobachtet, wie er vor dem Festzelt von irgendwem Kokain kauft, wie er dann auf die Toilette geht und zurückkommt. Und dann haben sie ihn durchsucht und haben eben zwei Päckchen Koks gefunden. Den haben sie nicht abgeführt und nicht mit auf die Wache genommen, da auf dem Oktoberfest, sondern haben einfach vor Ort kurz irgendwie das Verfahren eingeleitet. Für eine Straftat wohlgemerkt, ja, das ist eine Straftat, weil natürlich weiterhin Kokain verboten ist. Ganz normal nach Betäubungsmittelgesetz. Aber den haben sie nicht mitgenommen, sondern haben sie einfach da kurz irgendwie dann Papierkram erledigt und dann durfte der weitermachen. Der wurde auch nicht auf Konsum. Irgendwie muss auch keinen Test machen oder irgendwas. Und es gäbe wo keine Hinweise gegeben hat, überhaupt konsumiert hätte, obwohl er gerade nach dem Koks kaufen auf Toilette verschwunden ist. Fragwürdig, aber es ist wahrscheinlich auch gar nicht aufgefallen, weil er nach eigenen Angaben total besoffen war. Und damit war wahrscheinlich die Sache gut. Also er hätte gar nicht, er wäre völlig unzurechnungsfähig gewesen, hat er selber gesagt dann irgendwie, ne, als er da vor dem Zelt angesprochen worden wäre, ob er was kaufen will, dann hätte er dann gemacht, weil er so betrunken gewesen wäre. Und dann haben die Beamten gesagt, ach so, ja, wahrscheinlich, du warst besoffen, dann ist ja gut, ne? Das ist ja hier der Sinn der Sache und dann kann es weitermachen, so ungefähr. Ja, und die dritte Nachricht ist dann tatsächlich, ne, so wie es hat gehört auf dem Oktoberfest, die erste Bierleiche. Das ist wohl jedes Jahr irgendwie großes Hallo irgendwie, da kommt dann immer die Meldung, haben wir jetzt haben wir unsere erste Bierleiche, wo dann beim Sani irgendwie die ganzen Besoffenen auftreten und das dann der erste Totalausfall war. Eine junge Touristin irgendwo aus diesem Ausland, die dann da wirklich nicht mehr ansprechbar war und halt ja, kurz vorm Koma unterwegs war. Also wirklich schwerste Vergiftungserscheinungen und so weiter, wie das bei Alkohol halt so ist. Ja, während der andere, der 23-jährige Jointraucher, einfach ganz normal da rumstand, ja, und irgendwie deswegen verfolgt wurde und der Konzerttyp irgendwie Supermanager ist und irgendwie Best Buddy mit den obersten Typen ist, ne, die werden alle verfolgt. Und hier die Alkoholleute, ne, die werden irgendwie nur lustig bespaßt, irgendwie in der Presse und beim Sanitätsdienst. Und ja, ist ja normal, die werden wir schon abfrühstücken, ne, und dann weiter. Und das organisiert Bayern da alles. Ja, das größte Besäufnis der Welt irgendwie und überall liegen bekotzte Leute rum und so weiter. Und total befremdlich für manche Besucher auch, ja, was da abgeht: Schlägereien und Gedöns, alles lauter besoffene Leute irgendwie. Und in dem Zusammenhang fangen die dann an, irgendwie andere zu kriminalisieren, die überhaupt nicht auffällig sind. Unglaubliche Verlogenheit, ja. Manchmal frage ich mich auch, irgendwie, dass nicht alle Bayern von morgens bis abends nur am Kotzen sind, aufgrund dieser verlogenen Politik da, das ist einfach nicht zu fassen. Aber auch da geht es wahrscheinlich wenig um Fakten, ja, sondern um Bierzeltpolitik irgendwie, um Populismus, wie auch immer. Auf jeden Fall ist die CSU ja auch immer die lauteste Partei von allen irgendwie, die danach schreit, wie schrecklich Cannabis ist und wie doll man das zurückdrehen muss jetzt und wie das Abendland untergeht, wenn mal irgendwer auf dem Oktoberfest eine Tüte raucht. Also es ist wirklich unglaublich, was da ja immer noch
die vorherrschende Kultur ist und wie die herrscht. Ähnlicher Punkt jetzt nochmal, Verbot von Cannabiskonsum auf Veranstaltungen und öffentlichem Gelände, vor allen Dingen in Bad Zwesten. Ja, jetzt kommen wir mal vom ganz großen Riesenbesäufnis zum ganz kleinen. Da hat uns jemand darauf aufmerksam gemacht und nachgefragt, ob das denn wohl so rechtens wäre, weil in diesem kleinen Ort da Bürgermeister und Gemeindeverwaltung angesagt haben, dass jetzt der Cannabiskonsum auf öffentlichem Gelände in bestimmten Parks verboten wäre. Und auf der Seite von Bad Zwesten auch ein Bußgeld von bis zu 30.000 Euro für einen Verstoß irgendwie angesagt war. 30.000 Euro ist diese verrückte Obergrenze im Cannabisgesetz selbst. Das haben wir auch schon immer irgendwie kritisiert, dass das irgendwie so eine hohe Grenze ist. Im Referentenentwurf war sogar noch von 100.000 Euro Bußgeld die Rede, wenn man am falschen Ort konsumiert. Sie sind uns dann entgegengekommen und haben gesagt, ja, dann nehmen wir nur 30.000, da auch völliger Schwachsinn. Aber die meisten oder einige Bundesländer haben ja auch mittlerweile einen Bußgeldkatalog vorgelegt, unter anderem auch Hessen, wo Bad Zwesten eben ist. Also das eigene Bundesland hat einen Bußgeldkatalog, wo dann für Konsum an der falschen Stelle 500 Euro angesagt werden oder so, ne? Und nicht 30.000, was immer noch zu viel ist, so 500 Euro nach meiner Denke sozusagen. Das habe ich danach gefragt bei der Gemeindeverwaltung, dass ich erstmal gerne irgendwie den Beschluss hätte, auf den das Ganze überhaupt nicht gründet. Da muss es ja irgendwie einen Stadtratsbeschluss geben oder so. Und wie sie das denn vereinbaren mit dem Bußgeldkatalog in Hessen. Und da habe ich eine Antwort bekommen, so viel erstmal für den Referenten, der mir da geantwortet hat. Danke, danke, das ging auch flott und alles und freundlich. Der sagte eben, dass diese Konsumverbotszone im Kulturhausgelände, Kurpark, Alter Kurpark, Freizeitteichanlage per Beschluss des Gemeindevorstandes der Gemeinde Bad Zwesten vom 30.07.24 festgelegt worden. Bezüglich Ihrer Anfrage zur Übermittlung der Beschlussdokumente müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass gemäß § 67 Absatz 1 der Hessischen Gemeindeordnung die Beschlüsse des Gemeindevorstands in der Regel in nicht öffentlichen Sitzungen gefasst werden. Also, Gemeindevorstand ist so eine Art Stadtregierung, Stadtverwaltung, Obervorstand, die haben mal eben so in geheimer Sitzung beschlossen, dass da jetzt ein Verbot gilt, ja, und dass da 30.000 Euro irgendwie möglicherweise am Bußgeld zustande kommen. Und diese Gemeindeordnung habe ich mir jetzt mal angeguckt und mir angeguckt, was sind denn überhaupt die Kompetenzen von so einem Gemeindevorstand. Und da steht, der Gemeindevorstand soll Beschlüsse des Stadtrats ausführen, gesetzliche Vorgaben erledigen und so weiter. Ja, ein ausführendes Organ und nicht ein selbstpolitik entscheidendes Organ. Insofern gehe ich davon aus, dass dieser Gemeindevorstand gar nicht die Kompetenz hat, gar nicht die Möglichkeit selber rechtlich so etwas Weitgehendes wie so ein Konsumverbot mit Strafandrohung überhaupt zu beschließen. Auch eben nach dieser hessischen Gemeindeordnung, auf die sie sich wegen der Geheimhaltung berufen. Und überhaupt, das hat ja ein Unding, da hat man so was heimlich gemacht, da hat man gesagt, oh, du wirst jetzt bestraft. Ja, warum? Weil wir da im Geheimen irgendein Papier beschlossen haben, was wir leider nicht zeigen können. Das kann nicht rechtens sein, meiner Meinung nach. Ich habe das jetzt noch nicht weiter verfolgt. Ich werde das hoffentlich noch tun und mal ein bisschen bei der Presse nachfragen in Hessen. Aber wenn ihr jetzt hier zuguckt, Abgeordnete vielleicht aus Hessen oder Medienschaffende aus Hessen, guckt euch das doch mal an, ob dieser Gemeindebeschluss in Bad Zwesten wirklich rechtens ist oder ob man das nicht vielleicht noch irgendwie anders machen müsste. Oder wenn ihr betroffen seid davon, Bußgeld bezahlen sollt in Bad Zwesten wegen Konsum an einer dieser Einrichtungen oder so, dann meldet euch, dann können wir euch juristisch das Ganze vielleicht selber helfen zu klären. Oder wenn ihr in irgendeiner anderen Gemeinde seid, wo sowas passiert, dass ein Gemeindevorstand in geheimer Sitzung so ein Verbot beschließt, könnt ihr euch auch bei uns melden. Also da können wir gerne mal nachhaken jeweils und schauen, ob das nicht revidiert werden kann. Die Höhe des Bußgeldes übrigens haben die schon verändert. Auf der Homepage, da steht jetzt nicht mehr 30.000, da steht jetzt nur noch irgendwie, dass es mit dem Bußgeld geahndet werden kann. Das war eine sofortige Reaktion auf meine kleine Nachfrage. Immerhin, so weit, so gut. Schon mal ein bisschen wieder irgendwie Sachen gerade gerückt, aber grundsätzlich natürlich eine Sache, die so gar nicht geht. Dann haben wir im Greifswald die CDU, die einen schon genehmigten CSC verhindern will. Habe ich hier berichtet, ja, erster CSC in Mecklenburg-Vorpommern ist genehmigt worden, in Greifswald eben. Und die waren dann fleißig am Vorbereiten. Der Punkt ist, dass die anbauen wollen und ja, ihren Großraum gemieten wollen oder einen Mietvertrag schon haben bei einer städtischen kommunalen GmbH, also so ein Eigenbetrieb, irgendwie ein Betrieb, der zur Stadt gehört.
also auch den politischen Entscheidungen unterliegt. Ich glaube, es geht um eine Wirtschaftsförderungs GmbH oder so, die eben ihre da auch einen Neubau hat und so weiter und Räume an den CSC vermieten wollte. Und jetzt die CDU über den Weg versucht, doch noch diesen genehmigten CSC zu verhindern, indem eben gesagt wird, also unsere städtische Organisation da, die dürfen nicht vermieten an den Anbauverein. Das wollen wir denen verbieten, zu vermieten, und wollen so dann im Prinzip die Genehmigung aushebeln und verhindern, dass jetzt da angebaut wird. Also auch eine Fördermaßnahme für organisierte Kriminalität oder zumindest für den Schwarzmarkt, ja, dass möglichst niemand jetzt legal anbauen soll, dass alles schön illegal bleiben soll. Das ist immer irgendwie die komische Logik der CDU. Auf jeden Fall freuen die sich da einen ab irgendwie, dass sie vielleicht jetzt da eine Möglichkeit haben, doch noch den Anbauverein zu verhindern. Und da gibt es auch jetzt einen Aufruf von diesem Verein, dass jetzt dieser Antrag der CDU abgelehnt werden soll. Ich habe mir mal die Mehrheitsverhältnisse da angeguckt. Das ist recht kompliziert da, zig verschiedene Fraktionen, wo man nicht so genau weiß, wie die dazu stehen. Einige haben sich schon klar positioniert dagegen. Und da tobt jetzt eben der Kulturkampf. Also meldet euch doch gerne mal bei der CDU in Greifswald. Besonders wenn ihr von da kommt, ja, könnt ihr auch mal selber ein bisschen zusammen googeln irgendwie. Ich schmeiße auch hier mal einen Link in die Videobeschreibung rein. Und dann können wir da mal supporten so ein bisschen. Ja? Wobei, apropos Videobeschreibung, kann sein, dass die heute ein bisschen später wieder kommt, weil ich gleich noch was anderes machen muss. Aber spätestens morgen am Samstag ist sie dann auch da. Also das wird nochmal spannend. Nächste Woche soll abgestimmt werden über diesen Antrag. Und als letzte Meldung bleiben wir in MacPom. Da ist jetzt ein zweiter Anbauclub genehmigt worden. Und diesmal der Club Green Generation aus Rostock. Also andere Stadt, wieder MacPom, zweiter CSC genehmigt. Hoffentlich ohne irgendwie CDU-Pampelei irgendwie, oder am besten mieten die keine städtische Räumlichkeiten an für den Anbau, sondern irgendwas anderes, dann kann auch die CDU da auf dem Weg nicht dazwischen funken. Und da kommen wir nochmal bei dem Bericht jetzt auch interessante Infos dabei, nämlich dass insgesamt überhaupt nur 4 Anbauvereine Anträge gestellt haben auf Genehmigung in MacPom und einer wurde abgelehnt. Und 2 jetzt schon genehmigt und dann wurde noch gesagt, dass auch ein dritter jetzt vielleicht bald eine Genehmigung kriegt, dass die weit fortgeschritten sind im Verfahren, soweit alles gut aussieht. Und dann hätte MacPom mit 3 Genehmigten einen abgelehnten Anbauverein erstmal den ganzen Berg abgearbeitet und könnte sich jetzt ein bisschen ein Däumchen drehen, da die Leute in der Behörde. Ja, und vielleicht eben auch andere Anbauvereine, die jetzt sehen, okay, das klappt jetzt hier irgendwie, vielleicht mal gucken, wie haben das die anderen gemacht oder woran ist der eine gescheitert und die dann sich zusammentun, um dann die nächsten Anbauvereine zu gründen, weil die werden wohl jetzt kaum ausreichen, um den ganzen Bedarf in MacPom zu bedienen. Und vielleicht auch noch die Bemerkung, ja, auch MacPom hat sich schwer getan mit der ganzen Reform. Also die waren auch eher sehr skeptisch und eher dagegen und so weiter und konnten sich auch kaum entscheiden, wer jetzt da überhaupt, welcher Minister da überhaupt diese Aufsicht über diese Behörde für die Anbauvereine übernehmen soll. Und dann wurde das letztendlich dem Landwirtschaftsminister aufgedrückt. Aber jetzt machen die da ihren Job eben in MacPom, ne, und arbeiten das ab und genehmigen eben die genehmigungsfähigen Vereine. Während in den meisten Bundesländern immer noch nichts passiert ist. Ja, es sind immer noch, soweit ich weiß, nur 4 Bundesländer, die Genehmigungen erteilt haben bisher und die anderen kauen da noch drauf rum oder versuchen auch explizit zu verhindern, dass da was passiert. Ich höre auch wilde Gerüchte irgendwie sondern Berichte, ja, wie jetzt die Behörden da teilweise mit den Leuten umgehen, was die alles für einen Unsinn von denen verlangen und so, wo man merkt, also ne, da geht es denen nicht darum, Schwarzmarkt zu verdrängen und Clubs zu genehmigen, sondern irgendwie alles zu verhindern. Sehr unterschiedlich, also insofern, ja, andere Bundesländer, ja, nehmt euch ein Beispiel an MacPom, die hatten auch keinen Bock, aber die machen jetzt halt ihren Job und was Schlimmes passiert da nicht, ne, in den Anbauvereinen, sondern ja, weniger Schwarzmarkt passiert da. Und dann haben wir noch ein paar Termine. Berlin, Infostand der Ortsgruppe, 420 Beach Festival im Strandbad Plötzensee, 28. also morgen am Samstag, 12 bis 22 Uhr. Und dann noch ein Haufen Treffen von unseren Ortsgruppen. In Darmstadt offenes Treffen 29.09. Nochmal Darmstadt 4.10. offener Hanftisch. Dann Heidelberg, Teamsitzung des Hanfverbands 7.10. Dortmund 10.10. Gruppenabend der Ortsgruppe Heidelberg, Infostand 12.10. Link in der Videobeschreibung bzw. auf handverband.de unter Termine. Und das war's für heute. Freut euch nächste Woche wieder auf dolle Spezialeffekte mit irgendwie wildem Nachrichtengedöns-Hintergrund. Und liked dieses Video, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und macht morgen und überhaupt die nächsten Wochen mit Hashtag Säule 2 jetzt.
und fordert von euren Politikern, dass die Ampel das Ding noch rund macht und nicht auf halbem Weg stehen bleibt. Bis nächste Woche.